In einer Mathestunde in einer Schule in Rom arbeiten die Schüler wie gewöhnlich unter dem Blick von Jesus. Viele Klassenzimmer in dem großen katholischen Land haben Kreuze an der Wand hängen. Doch nicht mehr lange. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat die Anordnung erlassen, alle Kreuze zu entfernen. Es wurde beschlossen, dass sie nichtchristliche Kinder stören könnten. Doch viele Italiener glauben das nicht. Nur weil dort ein Kreuz ist und ich eine Muslimin bin, heißt das nicht, dass ich meine Religion nicht weiterhin respektieren kann. Es heißt nicht, dass ich meine Religion wechseln werde. Jesus im Klassenzimmer stört mich nicht. Ich finde, dass es Religionsfreiheit geben muss und jeder sollte seinen Glauben frei ausüben können. Doch ich finde auch, dass wir nicht übersehen können, dass Italien ein Land mit einer streng katholischen Tradition ist. Ich glaube, dass Kreuze schon immer in Klassenzimmern waren und ich weiß nicht, warum sie entfernt werden sollen. Der Vatikan reagiert auf die Entscheidung mit Verwunderung und Bedauern. Das Kreuz war schon immer ein Zeichen der Liebe von Gott und der Einheit und Akzeptanz unter den Menschen. Es ist traurig, dass dies als ein Zeichen der Teilung, Exklusion oder Freiheitseinschränkung betrachtet wird. In den meisten italienischen Zeitungen stand die Nachricht in den Schlagzeilen und es gab eine Verurteilung durch viele Parteien. Doch es war ein Taxifahrer, der die Stimmung der Leute zusammenfasste. Das ist Unsinn. Die Kreuze sollen da bleiben, wo sie sind. Italien plant gegen die Regelung Berufung einzulegen, da Kreuze seit vielen Jahrhunderten ein fester Bestandteil in Italiens Lebensalltag sind. Es wurde gesagt, dass sich ein paar Schüler in der Vergangenheit davon gestört gefühlt haben, denn ein Kreuz auf ihrer Arbeit ist das Letzte, was sie haben wollen.